Es sind hier 800 Seifen zu sehen. Jede Seife hat einen Siegelstempel drauf von einem verbrannten Holzstück. Und zwar bestehen die Seifen aus Asche und Kohle von einem Waldbrand in der Toskana in Montserrat. Der Kern dieser Arbeit ist, dass ich über Waldbrände recherchiert habe und 97% der Waldbrände tatsächlich von Menschen und meistens auch Fehler entstanden ist. Innerhalb von mehreren Stunden verschwindet eigentlich zig oder hunderte Jahre alte Natur, was sehr tragisch ist. Dann wiederum ist aber danach die Mutter Erde am fruchtbarsten wegen der Asche, weil das einer der besten Düngemittel ist. Und das fand ich sehr interessant, diesen Widerspruch, irgendwo Paradoxie, aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Kraft, die die Natur trägt, wieder aufzubauen und wieder neu zu beginnen. Denn mit Akt des Reinigens hat man auch immer danach mit so einem kleinen Neubeginn zu tun. Und die allererste Form der Seife in unserer Menschengeschichte bestand tatsächlich aus Asche und Öl. Und daraus ist auch die Skulptur inspiriert worden. Thank you.